Femtrop Hoppler stellt sich vor. Ja, hallo erstmal. Ich bin der Marco. Ich bin Produzent, Drehbuchautor und Regie. Ich kümmere mich allgemein um die Organisation hier im Filmtrop. Und stehe dann wieder mal vor der Kamera. Ich bin Simon Vogel. Ich bin der Meister für die technischen Sachen zuständig. Also vor allem Kamera und Schnitt. Stand früher auch recht häufig vor der Kamera. Gelegentlich auch aktuell noch, ne, aber eben nicht mehr so häufig. Und genau, mach mehr, wo, wie ich schon gesagt habe, Kameraschnitt. Hallo, ich bin Patrick, ich bin hier auch dabei. Und ich bin hier eigentlich für vier Sachen zuständig: moralische Unterstützung, Schauspiel, alles, was mit Kreativität zu tun hat und alles, wo man nicht gebrauchen könnte. Ich bin Tony Balboa, aka Tony Balboa. Unter dem Synonym kennt man mich, glaube ich, eher. Also, ich mache hauptsächlich oder am liebsten Kampfsequenzen und ich bin Fight-Koordinator für Kampfsequenzen. Was verbindest du mit Filmtrupp Hoppler? Mit dem Filmtrupp Hoppler verbinde ich in erster Linie viel Spaß, viel Zusammenhalt und viele große Abenteuer. Das ist das, was den Filmtrupp ausmacht. Wichtige, ja, noch andere Phase meines Lebens auch bisher schon, viel schon erleben können mit dem Filmtrupp, den Kollegen. Und ja, bin sehr stolz darauf, in dem Filmtrupp dabei zu sein. Ich finde, bei Hoppler gibt es immer Action, das ist immer irgendwas Neues, es ist immer irgendwie, ja, wie Marco das auch schon gesagt hat, so ein Abenteuer, was man erlebt. Es gab lustige Sachen, die passiert sind, die auch so die Freundschaft unter uns gestärkt haben und das macht auch Hoppler so einzigartig. Was wünschst du dir für die Zukunft für den Filmtrupp? Ich wünsche mir, dass wir bald erwachsen, dass auch neue Leute in den Filmtrupp kommen, in das Netzwerk. Und wir zusammen schöne und gute Filme produzieren können. Ja, für die Zukunft wünsche ich mir auf jeden Fall, wir Erfolg haben, weil noch etwas größere Reichweite, auch mal ein bisschen finanziell entlohnt werden, ne, weil dann ja auch schon eine das Leide steckt und allgemein, dass Leute aufmerksam werden auf Filmtrupp Hoppler. Also an sich ein bisschen mehr Erfolg, ein bisschen mehr Akzeptanz für die Arbeit, die wir da reinstecken, weil das ist nicht gerade wenig und jeder, der da mitmacht, weiß das auch. Und ich freue mich auch, dass das Netzwerk Hoppler mittlerweile sich ein bisschen vergrößert hat und dass da jetzt coole, viele neue Leute reingekommen sind und wir auch gemeinsam durch das Netzwerk einige Projekte auf die Beine gestellt haben. Wie würdest du Filmtrupp Hoppler beschreiben? Filmtrupp Hoppler würde ich beschreiben, ein Verein von relativ gemischten Menschen, sage ich mal so. Und jeder ist in der Art, die ein bisschen so einzigartig. Es ist halt fantastisch. Eine Gruppe von Freunden, die mal ernst, mal chaotisch Filme auf die Beine stellen, die so eher was Einzigartiges in Deutschland darstellen. Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die ähnlich Filme angegriffen haben, wie wir das tun. Wir haben wirklich ein paar Filme, die halt mehr auf Unterhaltung aus sind. Aber es gibt genug andere Beispiele, wo wir Filme gemacht haben, die eine wichtige Message an die Zuschauerschaft darstellen soll. Und ich glaube, das ist auch sehr viel weniger geworden. Und da sehen wir, oder sehe ich, Hoppler als einziges Filmelement in Deutschland, die sich das wirklich zu Essen genommen haben. Filmtrupp Hoppler würde ich als eine bunte Mischung von Filmemachern betiteln. Also aus jeder Ecke, auch aus jeder Ecke von Deutschland, aber auch, also es sind ganz viele verschiedene Typen dabei. Eine sehr variable, vielseitige Mixtur an Filmemachern. Und das ist wirklich sehr besonders. Zum einen ein bisschen chaotisch, aber auch zum anderen sehr leidenschaftlich. Und dieser Mixtur aus beiden ergibt immer sehr interessante Projekte. Würdest du Filmtrupp Hoppler weiterempfehlen? Was ist das für eine Frage? Natürlich. Das spielt doch keine Rolle. Also verständlich würde ich Hoppler weiterempfehlen. Der Kanal muss auch erfolgreich werden. Aus persönlichen Gründen. Schon, wir haben sehr, sehr gute Projekte, sehr, sehr auch unterschiedliche Projekte, also aus verschiedenen Genres, eigentlich für jeden was dabei. Aber man kann schon definitiv fündig werden auf dem Kanal. Ja, Hoppler. Auf jeden Fall will ich es weiterempfehlen, weil dann Hoppler eine tolle Filmgruppe ist. Ja, und wenn ihr euch auch an zukünftigen Projekten beteiligen wollt, dann schaut gerne vorbei, schaut auf unserem Discord-Netzwerk vorbei, ist kostenlos. Vielleicht machen wir mal ein Projekt zusammen. Abonnieren nicht vergessen. Und das Budget ist aufgebraucht.